Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal wieder vom Club. Und heute ist meine Zweitlieblingseinheit dran. Wir machen jetzt nämlich heute den Fahrerwechsel. Meine Lieblingstrainingseinheit ist das Clubrennen. Weil es natürlich auch Rennen ist, das sehen bestimmt viele aus dem Club so. Und jetzt erklärt mir mein Bruder, was er in seinem Kartrennen macht, dass er auch ankommt. Er macht nämlich eine Sitzschale, Pedalenverlängerung und noch so ein Brett rein, so ein schwarzes. Und ich musste mit meinem Bruder Fahrerwechsel machen. Also das war jetzt nicht schlimm für mich, ich habe mich sogar im Gegenteil, ich habe mich gefreut. Weil es ging nach der Größe nach. Und ich wollte eigentlich mit den Lennox machen, aber der ist einen halben Kopf größer oder so als ich. Und dann dachte ich mir so, wenn ich nicht mit Tim mache, muss Tim irgendwie mit Lysander oder Luca oder Bruno machen. Und die sind natürlich viel größer. Und er müsste immer, wenn Tim aus dem Kart springt, immer alles mit rausreißen. Das ist natürlich kacke für ihn. Da habe ich mir gedacht, dann mache ich mal mit meinem Bruder. Ihr seht schon, er hat sich ziemlich drauf gefreut, wie er hier rumläuft. Und was ich noch sagen wollte ist, beim Fahrerwechsel ist es ja so, dass immer einer rein und rausspringt. Ist ja logisch. Und Tim hat das noch nie gemacht. Also dachte ich mir am Anfang so, vielleicht kann er das nicht so gut, weil er etwas kleiner ist, aber im Gegenteil, das ist sehr gut gelaufen. Ich habe den ja schon ein, zwei Mal gemacht. Und jetzt frage ich Nadel, ob das so geht, weil er saß schon ganz schön weit weg. Und jetzt hat er das Brett rausgenommen und jetzt muss er schon durchdrücken. Also wenn er Vollgas gibt, dass seine Beine durchgestreckt sind. Aber Nadel hat gesagt, wir probieren das mal aus, wie das in den Turn läuft. In den ersten 20 Minuten, das ist jetzt der erste Turn, sind wir einfach nur gefahren. Also normal fahren. Und da ist nichts Spektakuläres passiert. Ich zeige euch meine schnellste Runde und sowas, das kennt ihr ja. Jetzt ist auch schon grüne Ampel. Es geht los, wir müssen Reifen gemacht. Und an diesem Tag, ich kann es euch sagen, das Kart war perfekt für mich. Ich liebe das, wenn das Lenkrad so leicht zum Lenken ist. Also du lenkst und es lenkt leicht, es rattert nichts, es war perfekt. Und die Bremse war auch keine harte Bremse, dass man so richtig durchknüppeln muss, also richtig rauftreten muss und dass sie dann erst geht. Es war alles perfekt am Kart. Es war gut schnell, ich kam gut damit klar, es hatte so gut Grip. Also ein perfektes Kart für mich. Und das werdet ihr auch sehen, was es an der Zeit ausgemacht hat. Jetzt seht ihr vor mir Lennox schön in der Eng gefahren. Jetzt sauge ich mich hier ran. Stups ihn jetzt hier ein bisschen an, aber er merkt, ja, gehen wir schneller, ich lasse dich vorbei. Und ja, ich zeige euch dann noch so, was in den Turn noch so passiert ist. Ihr habt gerade zwei rote Zeiten hintereinander gesehen. Da habe ich auch nochmal gerade ein Kart geschrien, weil ich bin in der dritten Runde oder so und 39,05 gefahren. Und in der vierten Runde bin ich dann meine erste 38 gefahren. Das war eine 38,94 und ihr wisst nicht, wie ich mich im Kart gefreut habe. Ich habe den ganzen Turn, also die ganzen 20 Minuten nur gelächelt. Und jetzt seht ihr hier, sind die Kegel aufgestellt, die hat Nadel aufgestellt, dass wir die Ideallinie auch ein bisschen üben, weil wir sind da immer, also hat sie gesehen, nicht perfekt gefahren, aber es geht noch besser. Deswegen hat sie die da hingestellt. Jetzt bin ich die S-Kurve auch immer ein bisschen weiter von außen gefahren. Und das hat mir auch so besser gefallen. Jetzt mache ich das immer so. Man soll ja auch immer die ganze Strecke nutzen, um möglichst viel Schwung zu holen und so. Und jetzt seht ihr da oben gerade schon eine rote Zeit wieder. Es war nämlich eine 8-3, also eine 38-8-3. Und jetzt kommt gleich meine schnellste Runde, die ich den ganzen Tag gefahren bin, die zeige ich euch gleich, nämlich jetzt geht's los und wir gucken jetzt hier und ihr seht schon, ziemlich schön eng gefahren jetzt hier und ich bin noch gut schnell, perfekt bisher alles, also für mich, jetzt ducke ich mich hier schon für ein bisschen weniger Luftwiderstand, das macht man, also bei Outdoorbahn bringt das was, also draußen, also bei das ist, wenn man sich duckt und dann kommt dann ja der Wind nicht entgegen und dann geht der Wind einfach durch und dann stoppt das halt eigentlich so. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Und ich fand die Runde eigentlich, für mich war sie schon perfekt mit dem Evo. Jetzt sehen wir gleich die Zeit. Okay. Es war nämlich eine 38,66.
Und ihr wisst nicht, wie ich mich gefreut habe. Ich war natürlich auch der Schnellste damit. Aber ich habe gesehen, dass der Luca von hinten, dass ich den gar nicht so weit weggefahren bin. Seine Bestzeit war nämlich, also von Luca, war eine 38,83. Das ist für einen, also das ist für Luca auch eine mega gute Zeit. Also ich und Luca sind ja eigentlich gleich schnell, wir sind alle echt gleich schnell. Aber da hatte Luca und ich eigentlich einfach nur einen Megatag. Und da wurde ich jetzt auch schon abgewunken und ich habe es fast noch geschafft, die Sander zu überrunden. Und jetzt geht's auch schon in die Box und ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut. Und jetzt kommt ja das noch bessere, der Fahrerwechsel, und dazu erzähle ich gleich noch mehr. Jetzt steige ich aus und gehe jetzt gleich zu Lennox und sage, dass die Karts eigentlich langsamer geworden sind. Hier freut sich mein Bruder auch. Er ist nämlich auch eine neue Bestzeit gefahren, eine 39,24. Ist auch sehr schnell. Eigentlich sollten die Evos langsamer gemacht werden, weil letztens, also ich habe ich so mitbekommen, war ein Ticketbetrieb an Evo zu schnell eingestellt oder so. Und deswegen haben die jetzt alle Evos etwas langsamer gemacht. Also hat mir jemand erzählt. Ich weiß nicht, ob das stimmte. Jetzt sag ich hier nochmal zu Jens, neue Bestzeit. Die Alphas sind nämlich immer nach uns gefahren. Und jetzt rede ich gleich nochmal mit meinem Bruder. Markus hat jetzt hier auch. Dass er sich für mich gefreut hat, dass ich mega gefahren bin. Und ja. Ja, trotzdem. Oh, was? 836? Ja. Ja, würdest du 80 Kilo wegen mehr Bahnrekord? Ja? Ja, kein Witz. Ja, würde ich 80 Kilo. Und ihr habt ihr gerade gehört, würde ich 80 Kilo wiegen, wäre das der Bahnrekord mit den neuen PS-Karten, das Evo. Und ich wiege ja keine 80, also da fehlen bestimmt nur 30 Kilo oder so. Und mit 30 Kilo fährt man dann nochmal deutlich langsamer. Also nicht jeder. Ich denke, dass auch manche mit mehr Gewicht schneller sind. Also kann sein. Und jetzt merke ich hier, dass meine GoPro nur noch 44% hat. Ich weiß nicht warum. Und jetzt habe ich den Akku nochmal kurz gewechselt, weil das wäre auf jeden Fall knapp geworden. Und jetzt sitzt mein Bruder da unten schon im Kart. Dustin gibt mir jetzt hier noch meine Handschuhe. Der war nämlich an dem Tag unser Trainer für den Fahrerwechsel. Der uns immer gesagt hat, was wir besser und was nicht. Der zeigt Nadel, wie er rausspringen kann. Also wie er rausspringen muss. Weil er ist zu klein, um das anders zu machen, weil er so kurze Beine hat. Hier frage ich Nadel, ob ich das auch anders machen kann. Weil ich mag, dass ich nicht so nach vorne rausspringe, weil dann kann man nicht das Kart so wirklich anschieben. Und jetzt frage ich hier Nadel, ob ich ihr zeigen kann, wie ich das mache. Da halte ich ihn mal fest, schwing mich rüber. Hat sie gesagt, ja, das geht auch so, also super. Und dann kann ich natürlich auch danach direkt anschieben. Ich bin der Erste, der gefahren ist. Und wir sollten jede Runde reinkommen. Also wir konnten nie eine ganze Runde fahren, wir sollten in jede Runde reinkommen. Also haben wir so viele Fahrerwechsel gemacht, das hat auf jeden Fall, das hat mega was gebracht. Also ich kann den jetzt 10-mal besser als davor. Gibt mir Tim noch viel Glück und Lennox auch. Und jetzt seht ihr ja schon, Lysander ist schon rausgefahren. Und wir sollten immer Abstand halten, dass wir uns halt nicht gegeneinander so auflaufen, dass wir die ganze Zeit in die Box können. Weil wenn wir gleichzeitig rausfahren, können wir nicht direkt in die Box, weil wenn der vor mir in der Box fährt, kann ich ja nicht in die Box. Jetzt bin ich auch schon raus. Ich glaube, ich habe den größten Abstand bekommen. Jens hat mich erst rausgelassen, wo Luca gefühlt im S war, also in der S-Kurve. Und jetzt ist auch schon der erste Fahrerwechsel. Ich bin gut reingefahren, sehr gut. Und ich fand, der erste war eigentlich ganz schön gut, also dafür, dass er der erste war. Tim rein, perfekt. Wäre Tim vielleicht noch ein bisschen früher aufs Gas, wäre es wirklich perfekt. Und hier sage ich zu Dustin, dass diese schwarze Scheibe mich gestört hat, weil ich dachte mir so, wenn ich mit der fahre, dann muss Tim einfach nur rausspringen und dann muss er nichts mit rausnehmen. Und die hat mich halt ganz schön gestört, weil meine Beine waren gefühlt schon am Lenkrad, also waren wirklich fast am Lenkrad. Und dann hat Dustin die immer, wenn die reingesprungen sind, rausgezogen. Jetzt guckt hier, Dustin nimmt sie raus
Und ich bin nicht direkt aufs Gas. Ich habe mich erstmal reingesetzt. Das war jetzt echt nicht so gut. Und das wollte ich an dem Tag üben. Das Rausspringen kann ich eigentlich ganz gut, finde ich. Also natürlich können die Alpha-Fahrer das auch schon besser, weil sie das halt schon viele Jahre machen. Und wir sind alle noch nicht so erfahren. Und jetzt fahre ich wieder in die Box. Wieder gut gehalten. Bisschen gegen die Wanne geknallt, aber es war nicht schlimm. Jetzt springe ich hier raus. Das macht's rein. Der war auch ganz gut. Aber ich wollte eigentlich, das Kart habe ich gerade nicht angeschoben, das Kart anschieben und das Tim vielleicht das Kart ein bisschen mehr rollen lässt. Also das, ich springe raus und das Kart rollt noch. Wenn es natürlich steht, dauert es länger, dass es wieder hoch beschleunigt. Wenn es rollt, dann dauert es nicht so lange. Und ich wollte das auch noch mit dem Rollen, aber hatte Angst, dass Tim es dann nicht mehr schafft, reinzuspringen. Deswegen habe ich das erstmal gelassen, fürs erste Mal. Jetzt versteht ihr bestimmt. Jetzt seht ihr hier noch einen Fahrerwechsel von Lysander und Bruno. Die haben das auch ganz gut gemacht. Jetzt wusste ich nicht, wo ich mich ganz hinstellen soll, weil überall war belegt, also Platz war da in der Ecke. Jetzt hält Tim an und ihr seht, das Kart rollt noch. Und der wäre so gut gewesen, wäre ich einfach direkt aufs Gas gesprungen. Also ich bin ehrlich, von Tim perfekt. Und ich glaube, das wäre auch an dem Tag unser bester Fahrerwechsel gewesen. Aber weil ich das noch nicht so gut konnte, habe ich es erstmal gelassen, weil ich hatte Angst, dass wenn ich aufs Gas springe, die Pedale umklappe. Jetzt fahre ich wieder in die Box, bin diesmal ganz schön doll hängen geblieben. Und jetzt schiebe ich auch das Kart mal an. Das hat natürlich auch sehr viel Zeit gebracht. Ich glaube, unser schnellster Fahrerwechsel war irgendwie so eine 44,9. Also wir haben gerade so eine 44 geschafft. Ich glaube, eine 44,9 war unsere beste Zeit. Das ist schon ganz gut. Jetzt springt Tim raus, lässt das Kart wieder rollen und ich, bam, direkt aufs Gas. Und ich habe mich mies erschrocken, weil hat Jens auf einmal geschrien, ah, und ich dachte so, dass ich wusste nicht in dem Moment, ob das gut oder schlecht ist, aber danach, den Turn hat er mir gesagt, dass er das fand, wie krass der war. Also der war wirklich perfekt. Ich kann euch natürlich nicht jeden Fahrerwechsel zeigen, deswegen habe ich jetzt ein paar ausgelassen und zeige ich eigentlich nur ein paar Fails oder halt die besten. Weil würde ich euch alle zeigen, würden wir hier gefühlt noch bis morgen sitzen, also dann wird das Video irgendwie eine halbe Stunde gehen. Hier hat Emmy nochmal gesagt, dass ich da anhalten soll, wo er hin zeigt. Jetzt sehe ich hier Tim, nimmt das wieder raus und bam. Jens kurz wieder schreien gehört. Weil mein Bein ist fast draußen hängen geblieben. Also ich bin mit dem ersten Fuß rein. Und mein anderes Bein war noch so halb draußen. Und deswegen, aber ich glaube, diesmal hat Jens geschrien, weil das ziemlich gefährlich aussah. Deswegen habe ich die nächsten Male auch immer ein bisschen mehr aufgepasst. Aber der war auch schon wieder sehr gut. Der Fahrerwechsel, der gerade war, war so gut, dass ich jetzt auf die anderen schon wieder aufgelaufen bin. Und jetzt konnte ich natürlich gerade nicht in die Box gehen. Deswegen war das meine einzige freie Runde. Und es war eine 38,9,0. Und es war trotzdem so eine gute Zeit, obwohl ich am Anfang Fahrerwechsel gemacht habe. Weil der natürlich nicht so schnell war, konnte die Zeit trotzdem so gut sein. Ich wollte nur mal sagen, weil Tim, du siehst wahrscheinlich das Video, du hast das wieder mega gut gemacht. Und jetzt war gerade der Bruno drin, das heißt, ich musste wieder eine Runde fahren. Jetzt gehe ich wieder in die Box. Bin wieder gut rein. Das in den Boxen lassen fahren, das habe ich auch so. Das konnte ich danach auch so viel besser. Wieder gut angeschoben. Und ja. Jetzt zeige ich noch einmal, wie ich reingesprungen bin, weil der war wieder. Bam. Perfekt. Und ihr seht gerade, Tim hat nichts mit rausgerissen. Liegt nämlich daran, dass Tim einmal probiert hat, ohne alles zu fahren, also halt ohne dieses Brett nur. Und ist er genauso gefahren wie ich, weil ich kam ja damit am Anfang nicht klar. Jetzt geht's wieder in die Box. Ich glaube, da stand ich zwar nicht ganz richtig und guckt jetzt diesen Fail an. Das da hinter mir und ich weiß nicht, wo er steht, deswegen mich immer die ganze Zeit hin und her. Und dann, er wusste auch nicht. Und dann, jetzt sagt er hier nochmal, dass ich da halten muss, wo er mir anzeigt. Das habe ich den ganzen Tag dann auch noch nicht so gut gesehen. So gut hinbekommen, also üben wir das ja. Und ja.
Und Tim wollte doch wieder mit Kissen fahren, weil es ihm zu eng war. Und jetzt zieht sich die Alpha-Fahrer, weil der Finn ist bei uns mitgefahren, weil er danach hin musste. Deswegen ist er bei uns mitgefahren. Und ihr habt gesehen, auch den Alpha-Fahrern kann das passieren. Deswegen, die machen auch immer Fehler, also alles gut. Da war der Turn auch schon zu Ende. Ich stand draußen, hab schon gesagt, hier rote Ampel. Jetzt wünsche ich den Jelle hier nochmal viel Glück, weil die haben das auch wieder richtig gut gemacht. Ich fand, ich bin wieder gut gefahren. Es hat wieder mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat mein Video wieder gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja. Adios, amigos.